Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Strange Days hier. Und wir wärmen uns am Feuer, während wir uns auf den Wiederaufstieg von Lord Tattoo-Pants vorbereiten. Übrigens haben die Penner uns letztes Mal auch unsere Lanze geklaut. Ich habe aber eine neue gekauft. Die ist sogar ein bisschen besser. Oh Mann. Ja. Ich würde sagen, los geht's. Sehr gut. Sehr gut. Oh Gott, komm schon. Oh Gott, komm schon. Verdammt. Ah, Ah, hihi. Hi. Wut, 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 wut. Wir haben endlich Lezalit gefunden. Oh yeah, oh yeah. Die erste gute Sache hier. Oh, Katrin ist auch hier. Katrin, du bist ja diesmal gar nicht so weit weggerannt. Freue ich mich. Cool. Lezalit und Katrin. Groovy. Groovy. Übrigens, hier steht gerade so Hired Blade rum. Die sind echt gut, habe ich gehört. Also habe ich schon häufiger gehört, aber ich habe nie Söldner benutzt. Aus irgendeinem Grund. Allerdings. Wenn unsere ganzen Geschäfte wieder gut laufen, was alles passieren wird, in dieser verdammten Folge wird so viel passieren, das glaubt ihr nicht, dann mache ich das mal. Also bevor wir dann wieder eine Burg angreifen oder so, werde ich einfach mal so ein paar Hired Blades mir holen. Die kosten halt auch monatlich und ziemlich viel, glaube ich. Aber ich denke, das so in einer Belagerung oder so sind die bestimmt super. Cool. Ja, wir holen uns jetzt erstmal unsere Crew. Katrin, wie immer, komm mit uns. Und Lezalit. Lass mal mit Lezalit reden. Was möchtest du? Nur Zeit mit dir verbringen. Cool. Der zweite Sohn von Count irgendwas, was, von dem ich bestimmt gehört habe. Und er hat selbst nichts geerbt und er kam hier, um sein Glück zu suchen. Trainieren, genau. Und Leute zu trainieren in der Kunst des Kampfes. Perfekt, genau deswegen wollen wir den. Komm mit. Okay. Bla bla. Ja. Wie viel willst du denn? 400. Locker. Komm mit. Yay. Alles klar. Weiter geht's. Hat die Männer immer noch nackt. Das ist unglaublich, ne? Also erstmal, guckt euch das mal an. Das Sultanat existiert praktisch nicht mehr. Die haben nur eine Stadt, was scheiße ist, weil von denen haben wir letztes Mal Seide bekommen. Ich weiß nicht, wo wir die sonst so bekommen. Und was noch beschissener ist, ich wollte hier halt zumindest mal gucken, ob ich Seide bekomme. Ich weiß übrigens, wo unsere beiden Gefährten sind, und zwar in Yelen und Kudan. Toll, ne? Die liegen ganz nah beieinander. Auf jeden Fall, aber wir können uns hier überhaupt nicht bewegen. Das ist unfassbar. Hier. Guckt euch das mal an, die haben Geschwindigkeit 6.1 und das sind 42 Scheiß-Skirmisher. Und Mann, wir sind nur zu viert, ja? Und ich bin bei 5.5. Das Einzige, was ich machen kann, ist, wenn die mich erwischen, die bezahlen. Und das finde ich nicht so cool. Das musste ich schon einmal jetzt machen. Ja, mies, mies. Ich sollte mal testen. Okay, Katrin und Lezalit haben keine Pferde. Gucken, ob wir schneller sind, wenn ich zwei billige Pferde besorge, mal eben. 6.2. Wir sind genau 0.1 schneller als die Wüstenbanditen, aber das genügt ja, hoffentlich. Also, cool. Yay, wir haben Seide gefunden. Yay. Sehr gut, sehr gut. Ich hoffe, wir finden noch mehr. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Borcha, yay, Borcha. Schön, dass du wieder da bist. Jetzt sind wir auch schneller, oder? Ja, cool. Glaube ich zumindest. Jetzt sollten wir wieder ein bisschen flotter noch unterwegs sein. Das freut mich. Ich habe einmal Seide gefunden und dann ist mir eingefallen, wir haben ja noch ein Dye Work. Ich weiß gerade gar nicht mehr wo, aber das
das benutzen wir da auch noch. Dann geben wir denen das noch und dann ist das auch noch profitabler. Im Moment kriegen wir eh ziemlich viel Geld, weil wir keine Armee haben. Was auch schlecht ist, aber naja. Ja, Mann, 6.7. Wir hätten erst Borcher holen sollen, dann könnten wir ohne Probleme in der Wüste rumlaufen. Wir sind schnell wie der Wind. Es scheint, als waren die Dieworks und Kurav, obwohl die auch Seide liegen haben. Waren das nicht zwei verschiedene Sachen? Inventory. Da. So, mehr Geld machen. Mach mehr Geld. Gut. What the fuck? Das ist mir bis jetzt nicht aufgefallen. Ich bekomme sogar in Sumbuya Wa'ege-Rekruten. Kriege ich irgendwo noch Nords? Sehr komisch. Das heißt, weil das war auch mal Wa'ege-Gebiet, deswegen wahrscheinlich. Aber Mann, ich hätte schon gern auch ein paar Nords in meiner Armee, verdammt. Das war jetzt ein Tag. 7 können schon geupgradet werden. Alter, okay, letzter Lied lohnt sich definitiv. Trainer haben, ja, habe ich eindeutig zu lange mit gewartet. Cool. Nein, verdammt, in Tier ist die Brauerei. Ah, ich bin voll verwirrt. Wie ihr seht, unsere Armee wächst und jetzt sind auch viele Nords dabei. Wir sind wieder fertig zum Upgraden. Und ich mach's wie letztes Mal. Die Nords werden alle Nahkämpfer und ein Großteil der Wa'egir wird halt Fernkämpfer. Mann, die Wa'egir leveln aber auch schnell ab. Die Nords brauchen länger. Aber ich meine, die Nords sind halt auch verdammt gute Infanterie. Weiter geht's! Hab gerade ein ziemlich verwundbares Schloss gefunden. Hier 137. Und. Ah, okay. 32 Man at Arms. Scheiße, da habe ich nicht drauf geachtet. Never mind. Obwohl, ja, mal sehen. Egal, wir sind ja eh noch nicht mal nah dran, wieder komplett aufgebaut zu sein. Aber vielleicht gucken wir hier dann später nochmal vorbei. Jeremus, ich hab dich gefunden. Oh, das wollte ich gar nicht machen. Ah. Okay. Willkommen zurück. Sehr schön. Wir sind wieder vollständig. Huhuhu. Nein, wir sind mehr als vollständig. Wir haben jetzt auch noch Lezalit. Astrein. Übrigens, danke, Jevos, glaube ich, heißt du oder so. Ich weiß jetzt eigentlich, wie man seinen ganzen Charakter angucken kann. Mit dem komischen Pfeil nach oben Symbol neben der 1. Links neben der 1. Wie heißt denn das? Keine Ahnung. Aber das ist gut. Das wird für ein paar epische, cineastische Shots sorgen in Zukunft. Ja. Gut. Weiter geht's. Aber wir warten erstmal ein bisschen, weil wir wieder von voll vielen Leuten verfolgt wurden, die Penner da. Und wir warten einfach bis Tag ist, würde ich sagen. Ja, das finde ich gut. Ein Turnier. Cool. Ich will ja an dieser Folge noch sehr viel schaffen, deswegen ich mache das, aber ich schneide das ordentlich zusammen. Sie haben mich rausgeschmissen, berechtigt, in der ersten Runde gestorben. Ich bin mit einem scheiß Bogen gespawnt und direkt waren irgendwie 3 Nahkämpfer in meinem Gesicht. Ja, schade, ihr habt nichts verpasst. Wir können unsere Rekruten mal ein bisschen auf die Probe stellen, unsere neuen Rekruten. Weil wir haben ja einen Farmer und die wollen immer dasselbe, nämlich das blöde Dorf von denen wird überfallen. Und dann sagen wir einfach mal, ja, und ich helfe euch. Ich helfe euch, auf jeden Fall. Bufran. Auf nach Bufran ein paar Banditen verprügeln. Attacke! Wie viele sind es? 39. Schaffen wir schon. Attacke! Lade! Bleibt mal hier. Und ihr folgt mir. Stimmt, bei mir haben jetzt alle ein Pferd. Und ich glaube, ich habe einen einzigen Bogenschützen. Du gehst mal hier hin. Wow! Stellt euch, nee, kein Movement Order, sondern stellt euch mal näher zusammen. Was? Oh Gott, ihr Elenden. Ich will mal eine neue Lanze ausprobieren. Guckt euch den Scheiß an. Das sieht schmerzhaft aus. Was? Das sieht schmerzhaft aus. Fuck, die haben Pferde, damit habe ich nicht gerechnet. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es das gibt bei Banditenüberfällen, dass die so viel Kavallerie haben. Aber man merkt das vielleicht nie, weil es immer in so einem kleinen Dorf stattfindet. Irk. Oh Gott sei Dank haben wir wieder Jeremus, weil ich glaube, wir verlieren doch ein paar Leute jetzt. Oh, kommt!
Kann man mit der eigentlich, nimmt er die auch runter? Oh nein, ich habe ja so eine Lanze genommen, mit der man nur zustechen kann, aus Versehen. Dammit. Also keinen angelegten Schaden machen kann. Ne, echt nicht. Mann! Aber dafür macht ihn, glaube ich, auch so ganz ordentlich Schaden. Ah, naja. Hilfe! Ist was auf meinem Tisch umgefallen. Egal! Sterbet! Oh, hör auf, meine Leute umzubringen. Du auch! Dü-dü-dü-dü-dü-dü. Oh, da, die da unten. Mach die da unten fertig. Charge! Pferd! Wieso bewegt sie sich nicht mehr? Gut. Gut. Ja, komm, den macht ihr. Ah! Sauber. Sauber, Mannen! Wuhu! Ruckel, zuckel, was geht? Ah, gut. Die Sonne geht auf über, wie auch immer dieses Dorf hieß. Und Lord Hatted Panzer Me kommt siegreich, aber blutig aus dem Kampf. Oh, ich bin gar nicht so blutig, nur meine Lanze. Na gut. Und sie freuen sich. Und wir nehmen, was auch immer die uns anbieten. Flachs. Ja, yeah, cool, hat sich voll gelohnt. Na gut, weiter geht's. Ich habe gerade was überlegt. Ich weiß nicht, wie gut die Idee ist, drei verschiedene Arten von Einheiten zu haben, aber wir nehmen einfach mal die, wir haben den gerade den Arsch gerettet und wir nehmen jetzt mal welche von den Rodoks mit. Drei, wieso nicht? Weil die werden so coole Speerkämpfer, wenn die Rodoks Sergeant sind der Hammer. Das sind welche der besten Defensiveinheiten auf jeden Fall und auch offensiv, nicht zu verachten. Oh Leute, ich glaube, es ist endlich soweit. Ich glaube, es muss jetzt endlich soweit sein. Zumindest bin ich echt schwer verlockt. Eine Plattenrüstung oder sowas in die Richtung zumindest. Es ist nicht viel, viel besser als unsere, aber sieht ziemlich cool aus und wir können es uns leisten. Wir kriegen für die nochmal 500 zurück. Und ja, im Moment machen wir, obwohl unsere Armee schon wieder relativ groß ist, wir machen immer noch gute Profite pro Woche. Und deswegen, nach den ganzen schlimmen Tagen, die wir hatten, gönnen wir uns das doch einfach mal. Yeah, neue Rüstung. Es ist endlich passiert. Boah, wie lange ich die andere hatte, ey. Unglaublich. Gut, was hatte ich das letzte Mal gesagt? Ah ja, weiter geht's. Jesus, guckt euch das mal an. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, was uns alles gehört. Meine Güte. Ich hätte gerade überlegt, ob ich nicht mal versuche, Noma zu plündern, obwohl da hängt man dann fest, wenn man angegriffen wird, ist man gearscht. Und wir müssen Niremus, glaube ich, auch ein Pferd besorgen, damit wir wieder noch schneller sind. Ich glaube, wir reiten mal in Dirim vorbei. Ja, wir reiten in Dirim vorbei und sehen mal, was da so zu holen gibt. Dann gehen wir nach Raevadin. Da bin ich ganz sicher, dass wir da noch eine Dingsfabrik haben und liefern da was Seide ab. Und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Wir sind eigentlich fast wieder auf der Höhe. Ich glaube, dann, wenn wir in Raevadin waren, renne ich noch einmal rum hinten und hole uns ganz viele Nordrekruten. Und dann sollten wir wieder auf einem halbwegs akzeptablen Stand sein. Und vielleicht passiert es tatsächlich, wie ich gesagt habe, dass wir in dieser verdammten Folge endlich ein verdammtes Schloss einnehmen. Hoffen wir das Beste. Ist schon echt mies, muss ich sagen. Wir bekommen einfach nirgendwo Seide. Wir haben immer noch nur das eine Stück. Das ist schon blöd. Wir müssen irgendwann nochmal in der Wüste vorbei. Weil bis jetzt habe ich es echt einfach nur da gefunden. Und wir sind wieder in einem Turnier unterwegs. Starten leider wieder auch ohne Pferd. Hoffentlich klappt es diesmal was besser. Ich würde sagen, wir versuchen es einfach direkt mal hier so ein Pferd zu holen. Okay, nein, das war das ganze Pferd. Das war nicht der Plan. Welche Farbe haben wir? Rot, gut. Macht ihn alle! Aha! Nein, nein, macht nicht die Pferde kaputt! Oh Mann! Ein Pferdemassaker. Was? Ah, wir sind rot, ja. Ein super Pferd. Cool. Oh! Jeez, das war. Gerade hatte ich aufgenommen.
Ah, verdammt. Diesmal wenigstens mit Pferd gestartet. Aha. Oh Gott. Tut mir nichts. Victory. Oh mein Gott, mit dem Bogen angefangen. Was ein Scheiß. Die müssen sterben, bevor die hier ankommen. Oh Gott, die müssen sterben, bevor die hier ankommen. Oh, ist das spannend. Viel zu spannend. Okay. Okay. Oh Gott, gut gemacht. Oh fuck. Komm. Komm, komm. Klick einfach drauf los. Ja. Alter, 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 Alter. Puh. Weiter geht's. Oh Mann, nein, nicht schon wieder. Shit. Okay. Oh, das ist dann irgendwie ein spannendes Turnier. Ah. Oh Gott. Okay, der muss sterben. Der muss schnell sterben. Dann nehme ich sein Pferd. Ah, komm schon. Nein, hör auf mich zu pieken wollen. Pieken zu wollen. Oh, fuck. Oh Gott. Oh Gott. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Kann ich überhaupt... Wo ist mein scheiß Speer? Wieso haut der mit der... Speer. Mein Dolch. Mein komischer Holzdolch. Wieso hat der nicht funktioniert? Ja, fuck you. Fuck you. Das ist schon mal passiert. Wieso kann ich mit dem Scheißding nicht hauen? Weiter geht's! Ich bin ja so blöd, ne? Bestimmt habt ihr mich schon angeschrien. Also ich glaube, die Dieworks sind das Seidending. Das heißt, bin ich ziemlich sicher. Ja, weil ich nicht... Ja, auf jeden Fall muss... Was? Nein, was klicke ich denn hier? Also das heißt, ich liefere die Seide einfach bei denen ab. Ja. Und Farbe, wenn ich sie finde, eigentlich auch. Soll es auch noch mal besser machen. Hier. Da, Dorten. Hab dies und ergötze dich daran, alte Sau. Cool, cool. Wieso kann ich in Rivershack nicht... Wieso kann ich hier nicht warten? What the fuck? Hab ich irgendwie... Er blindet gerade. Sehr merkwürdig. Wir sind übrigens, das ist auch interessant, wir sind mal wieder an einem Punkt, wo uns die Sea Raiders gefährlich sein können. Das ist auch was her. Aber 37, das wäre gutes Training, glaube ich. Wenn wir nur die 37 erwischen, das wäre gut. Okay, wir haben die 37 erwischt. Sehr gut. I will fight! Oh, anscheinend hat sich uns irgendwer angeschlossen. Ich habe es nicht gemerkt. Wir warten hier. Und Kavallerie folgt mir. Oh, Bogenschützen hier oben. Oder hier oben. Wer hat sich uns denn angeschlossen? Ist mir egal, ich lasse meine Leute zurückbleiben, weil die sind einfach noch nicht stark genug, um Sea Raiders richtig... Ja, die richtig anzugreifen. Das wäre lebensmüde. Ich habe keine Lust, Leute zu verlieren eigentlich. Also nicht, weil... Ja, zumindest nicht viele Leute. Oh, unnötig viele. Oh Gott. Fuck you. Fuck you all. Ha! Das war eben übrigens lustig. Irgendwie haben uns die Sea Raider nicht verfolgt. Ich weiß auch nicht, was da los war. Also auf der Karte, meine ich. Irgendwie haben die kein Interesse mehr an uns. Also sie sind auch nicht von uns weggerannt. Nichts von beiden. Aha! Ich hätte jetzt so gerne richtige Lanze. Damit würde ich die Schilde von denen halt voll zerschmettern. Gott verdammt. Okay, den Rest lasse ich jetzt mal von meinen Leuten hier übrig. Habe ich denen gesagt, die sollen Position da halten? Den der Kavallerie, also meinen Leuten, habe ich nicht gesagt, die sollen mir folgen?
Ah, ich glaube, ich habe die zur Infanterie irgendwann mal dazugezählt. Stimmt. Weil die sonst immer vorgelaufen und gestorben sind. Das war gefährlich. Na gut, dann lassen wir das mal bei meinen Leuten. Das ist ja nicht mehr viel übrig. Damit ihr ein bisschen Erfahrung bekommen. Das wäre eigentlich der Sinn der Übung hier. Einer schon mal tot. Aber die stellen sich nicht ganz schlecht an. Ja, jetzt werden es mir ein bisschen zu viele hier. Ah, hör auf zu. Gott verdammt! Kavallerie ist irgendwie nicht so sinnvoll eingesetzt da. Die werden da alle von einem scheiß Sea Raider fertig gemacht. Komm, mach mal was. Das ist ja unglaublich. Wie sieht's aus? Gut? Schlecht? Mittel? Ah, gut. Ja, sieht gut aus. Haben wir's? Das sollte doch einen ganz ordentlichen Batzen Erfahrung als hier bringen, oder? Er fehlt noch. Ah, da unten sind nur zwei. Drei. Vier. Ja, alles klar. Yay. Sehr gut. Ein Farmer. Nö, der kann da bleiben. Stimmt. Da haben wir jetzt auch mal wieder jemanden, den wir ein bisschen ausrüsten müssen. Wege Rekrut. Tribesman. Skirmisher. Oh! Fuck, ich habe nicht genug Geld. Stimmt. Ich habe für die Rüstung alles ausgegeben. Sowas Blödes aber auch. Ich verkaufe mal kurz den Kram, den ich bekommen habe, einen Riva-Check. Ja gut, und dann gucken wir mal, vielleicht haben wir irgendwas jetzt bekommen, was Lezalit gebrauchen kann. Das gucken wir, glaube ich, mal zuerst. Wie sieht es mit deinem Inventar aus? Ja, 14, du hast keinen Helm, du hast kein Schild, battered, cracked. Wie wär's mit ein paar rostigen Wurfechsen? Ja, wieso nicht? Okay, cool. Jetzt ist Lezalit ein bisschen besser. Ah, da kommen auch schon wieder voll viele Nords. Egal, ach, wir gehen nach Wertcheck. Scheiß drauf. Ja, wir haben den Kram gerade in Wertcheck verkauft, aber immer noch nicht genug Geld, um alle abzugraden. Wir gucken mal, wir kommen irgendwie wieder an mehr Geld. Das passt schon. Vielleicht gewinne ich ja mal ein scheiß Turnier. Ja, aber mittlerweile wir 16 trainierte Fußsoldaten von den Nords. Das ist nicht schlecht. Und, oh, wir haben auch aufgelevelt. Machen wir das doch mal kurz. Hi. Krass. Man kann jederzeit sein Aussehen verändern. Wusste ich auch nicht. Gut, was machen wir? Was machen wir? Wollen wir noch mehr auf Leadership? Noch mehr Leute mitnehmen? Ja, wieso nicht? Weiß sonst eh nicht, worin wir gerade investieren sollen. Wir können natürlich Engineer uns selbst da drin trainieren. Und dann werden unsere... Ja, wieso nicht? Wir packen einfach ein paar Punkte in Engineer. Kann nicht schaden. Und dann sollten unsere Leitern und so schneller gebaut werden. Crossbow benutzen haben wir noch nie benutzt. Egal. Alles klar. Ich frage mich ja, wo Lady Mia ist, weil ich kann die nicht besuchen. Ha, und ich bin ein Tier. Gibt's die noch? Mal sehen, vielleicht finden wir unsere Frau irgendwann wieder. Wir sind so gut wie voll. Wir haben schon 87 Leute von 93 und fast alles Nords. Wir haben so viele Nords. Wenn wir die alle hochtrainiert haben, dann haben wir eine verdammt heftige Burgenzerschmetterarmee. Wenn wir da noch zumindest, ich glaube, wenn wir die echt hochtrainiert haben, dann können wir fast alleine eine Burg nehmen. Und wenn dann auch noch vielleicht mal nicht die Leute, mit denen wir angreifen, abhauen, dann sind wir unbesiegbar. Allerdings hauen die halt immer ab. Die Schweine.
Man muss allerdings sagen, die Nords, also alle Burgen, wo ich überlegt hatte, die könnte man einnehmen, haben mittlerweile die Nords eingenommen. Hier sind irgendwie noch so einzelne Dörfer von den Swordia. Das Schloss gibt's noch und das. Ich krieg noch eins, verdammte Scheiße. Jetzt nehmt mir hier nicht alles weg, ihr Schweine. Ich krieg schon noch irgendwas. Interessant. Ich bin gerade einfach mal hier ans Ende der Karte geritten und dachte, oh, wieso nicht? Ich raub mal das Dorf hier aus. Und dann sind da auf einmal Banditen im Dorf. Ich weiß jetzt irgendwie nicht, soll ich denen helfen oder nicht? Und die danach looten? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich mach das. Wieso nicht? Außerdem ist Training für meine Leute und vor Banditen habe ich nicht so viel Angst. Da kriegen wir hoffentlich nicht allzu viel ab. Infanterie hierhin. Und Bogenschützen und sowas auch hierhin. Und Kavallerie folgt mir. Schön stehen bleiben. Mu. Oh, fast nur Bauern oder so. Oh Gott. Komm, piek mal ein. Es geht ab. Au. Wow. Okay, entzieht mir nicht besonders viel ab. Die sind viel zu weit ausgebreitet. Aber, naja, immer sterben hauptsächlich ein paar Bauern. Da kann ich mit leben. Das sind eh Gegner. Aber das finde ich cool. Wir verscheuchen die Looter, um zu looten. Das gefällt mir. Okay. Ciao. Au revoir. Und, Shiryo. Wer schießt? Wer schießt? Ach, immer noch der. Oh! Was? Alter! Was hält denn der aus? Oder hab ich. Na gut. Haben wir's? Yay! Also, und jetzt fragen uns bestimmt, was wir haben wollen. Ja. Ein bisschen Käse, wieso nicht? Und jetzt, das hat unsere Moral verstärkt. Ich hoffe, dass, wenn wir das Ding jetzt, wir haben mittlerweile drei Krieger sogar. Dass, wenn wir das Ding jetzt überfallen, oh Mann, 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 so viele Upgrades, dass das nicht uns unserer Moral wieder schadet. Wir versuchen's. Wir versuchen's. Ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. Kann ich es abbrechen, wenn jemand kommt? Ich weiß es nicht. Und? Haben wir es? Nee, noch nicht. Ah! Huh! 50 Denar. Das war's. Oh mein Gott! So viel Grain. Nicht, dass. Oh, das ist praktisch gar nichts wert. Naja. Besser als nichts. Ah, super. Wir saufen in Haferflockenkram. Na gut. Hat sich nicht wirklich gelohnt, außer für das schöne Gefühl, dass man jemandem den Tag versaut hat. Okay, wir gucken weiter. Wie immer. Ich guck mal bei Tevarin Castle vorbei. Das ist auch so schön abseits von allem. Das sieht verletzlich aus. Mal sehen, ob es das ist. Es ist tatsächlich relativ angreifbar, außer dass es gerade noch eine zweite Armee drin hat. Deswegen, wohl nicht. Ja, mit 90 Leuten werden wir wohl oder übel uns auch sowieso wieder darauf verlassen müssen, dass Tuluk oder Farn uns begleiten oder beide. Ja. Weiter auf dem Weg zu einem eigenen Schloss, würde ich sagen. Okay, für das ganze Grain-Zeug bekommen wir ein schlechtes Pferd und 318 Denar. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das hat sich doch fast gelohnt. Wow, wow, wow. Rindia Castle ist immer noch nicht erobert von uns.
Das ist unsere Chance, Mann. Das ist unsere Chance. Das liegt auch gut. Also außer wenn wir irgendwann mit den Kergets Krieg haben sollten. Aber so liegt es erstmal gut. Wir reiten jetzt mal hin und hoffen, auf dem Weg irgendwie fahren oder so aufgabeln zu können. Ich frag mal, wo der ist und Tuluk. Und dann holen wir uns den Scheiß. Und ich hatte überlegt, ich hole mir jetzt mal Hired Blades. Aber mal gucken, wie viele das sind. Wir haben, glaube ich, noch 3 Plätze frei. Er und 2 von seinen Kumpels. Für 564 Dinar. Pro Woche wäre das ziemlich, ziemlich viel. Aber wenn das nur einmal ist, wieso nicht? Gucken wir mal. Naja, wir testen es einfach mal aus. Gerade haben wir wieder genug Geld, um so ein bisschen rumzutesten. Wieso nicht? Wo sind sie denn? Hired Blade. Ah, bin mal gespannt, wie gut die sind. Ach so, ne, pro Woche kosten die nur 34. Okay, dann kann man das vielleicht sogar häufiger machen. Na gut. Ja, wir suchen immer noch, wir suchen tatsächlich irgendwen von uns, um die fragen zu können, wo sich Tuluk und Farn rumtreiben. Okay, 174 haben die hier drin. Wir brauchen definitiv Hilfe. Was haben die denn für Einheiten? Ja, viele Man-at-Arms, viel Swordian Infanterie. Wow, 49, nicht Bogenschützen, das andere, Armbrustschützen. Oh, 45 Scharfschützen von den Swordians. Oh Gott, ja. Es ist allein nicht machbar. Aber wir finden schon unsere Kumpels noch und hoffentlich rechtzeitig. Okay, ich habe gehört, Tuluk treibt sich anscheinend gerade hier rum, bei Tansamesh und laut Fahne irgendwo bei Uxal. Also gucken wir erstmal, ob wir Tuluk nicht den Weg abschneiden können und ihm sagen können, komm mal wieder mit und verarsch uns diesmal mal nicht. Werden wir sehen. Alter! Ah, super! Tuluk hat halt auch 92 Leute, das ist perfekt. Der hat sich richtig gemacht. Leider auch sehr viel Kergets wieder dabei, aber 92 sollte trotzdem reichen. Und ich würde sagen, den packen wir uns und nehmen den mit. Obwohl wir eigentlich uns ernsthaft nochmal darüber unterhalten müssen, dass ihm dieses scheiß Schloss gehört. Falls ihr euch erinnert. Das war ziemlich daneben, dass der das bekommen hat, weil er halt mich hier im Kampf im Stich gelassen hat. Gut, hoffen wir mal, dass er jetzt, weil er so eine große Armee hat, nicht auf einmal zu cool ist, um mit uns zu reiten. Rindia Castle ist immer noch nicht belagert, perfekt. Und bitte, bitte, bitte. Ja, okay. Jetzt muss das alles fucking, jetzt muss es einfach klappen. Es muss klappen. Ich habe so Angst, dass jetzt noch was schief geht. Interessiert mich nicht. Okay, wisst ihr was? Ich brauche kurz vorher eine Pause, glaube ich, weil ich weiß nicht, wie lang das Video mittlerweile wird. Mir war das egal. Ich wollte einfach nur diesmal auf jeden Fall, dass wir es schaffen, irgendwie in dem Video richtig was zu erreichen. Und ich meine, wir haben auf jeden Fall, was heißt erreicht? Es war eher so Wiederaufbau, Wiedergeburt von dem alten Tattooed Pants. Aber ich weiß nicht, wie lange es ist. Also ich spiele, glaube ich, seit fast 2 Stunden oder mehr und das ist alles zusammengeschnitten. Werden wir sehen. Ich bin schon ein bisschen verwirrt, wie ihr merkt. Aber wir gucken jetzt mal. Ich mache eine kleine Pause und dann holen wir uns Rindia Castle. Hoffe ich. Okay, weiter geht's. Und ich denke, wenn wir das schaffen, dann kommt ja noch der letzte Punkt, und zwar, dass wir das auch zugesprochen bekommen müssen. Und ich denke, dann tritt auch das in Kraft, worauf Paddy Gamer mich hingewiesen hatte, und zwar, dass wir uns vielleicht beim König einschleimen müssen. Hoffen wir mal, dass es klappt. Und ja. Oh ja. Das wird übrigens, sollte ich erwähnen, obwohl wir in der Überzahl sind, knapp in der Überzahl. Es wird kein einfacher Kampf, weil wir haben mal eindeutig, wir haben die schwächeren Truppen. Wir haben schon noch, also das Ding ist, wir haben einfach noch viele, wir haben schon noch viele normale Fußsoldaten und Rekruten in der Armee. Und er hier auch. Während die, ja, also sagen wir mal, zumindest fast 100 von denen bestehen halt aus guten Fernkämpfern. Die sind aber auch nicht schlecht im Nahkampf. Also müssen wir sehen, wie es läuft. Ich hoffe, wir schaffen es. Ich hoffe überhaupt, dass die Belagerung klappt und wir nicht überfallen werden oder so zwischendurch. Okay. Oh Mann. Okay, Leitern, das geht schnell, das ist gut.
Aha. 8 Stunden. Okay, weil ich der mit dem besten Engineering, also mit dem besten Architekten-Dingsbums-Skill bin. Mit 1 dauert es 8 Stunden. Okay. Oh Mann, Mann, Mann. Okay. Ich bin so aufgeregt. Okay, ich werde wie letztes Mal, werde ich wieder ein Held sein müssen und viele selbst töten, glaube ich. Los geht's. Okay, wo sind die Leitern? Da, oh Gott, wie kommen wir denn da überhaupt hin? Wir müssen echt, ach fuck, ich hoffe, die haben halt einfach so scheiße, mies viele. Aha, wir haben den ersten Kill. Jaltuluk hat einen gekillt. Okay. Okay, ganz vorne sind auf jeden Fall welche unserer Krieger, das ist schon mal gut. Und wir müssen, wie letztes Mal, wir müssen einfach schnell reinkommen. Und ja, damit wir nicht von den ganzen scheiß Scharfschützen von denen niedergemäht werden. Los geht's, Leute. Los geht's. Los geht's. Oh Gott, wir haben den ersten verloren. Ich habe auch alle unter Kontrolle, aber ich habe... Oh Gott. Oh, f***. Oh, f***. Oh Gott, das ist kein guter Anfang. Oh Gott, sieht nicht gut aus. Wo ist die Verstärkung? Oh, oh Gott, da kommt... Oh Mann. Okay, unsere erste Welle wurde komplett dezimiert. Vernichtet. Nicht cool, nicht cool. Alleine kann ich da auch nichts machen. Kommt, Leute, bitte. Oh, oh, ich bin so gut tot. Das kann nicht wahr sein. Das ist eine Oh, nein! Oh, das läuft mega hier. Toll. Stimmt, die nächste Welle ist am Arsch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Wir haben 7 Tote und 19 Verwundete. Tuluk hat 12 Tote. Wir haben von denen 20. Oh wow. Gar nicht so schlecht. Wir haben genauso viele getötet wie die. Aber ja. Scheiße. Scheiße. Wir brauchen mehr Einheiten. Auf jeden Fall. alle meine Party ist zerstört. Ja, nee, wir brauchen nicht mehr Einheiten, wir brauchen bessere Einheiten. Okay. Sorry, es geht einfach nicht anders. Wir müssen unsere Leute noch weiter trainieren. Wir brauchen einfach bessere Einheiten. Arbeiten wir weiter daran und hoffentlich bleibt dieses Schloss verfügbar. Und ja, dann versuchen wir es nochmal. Weil das war nicht machbar. Wir brauchen stärkere Einheiten. Und vor allem, wir hatten es noch nicht mal mit deren richtig starken, glaube ich, zu tun und so. Okay. Weiter geht's. Verdammt. Fuck! Was ist denn los? Okay. Wir wurden gerade einfach... Ich dachte, okay, wir holen uns nur ein paar Sea Raider, um unsere Leute aufzuleveln. Aber nö, da sind auf einmal waren da voll viele und haben uns erwischt. Und jetzt sind wir hier gegen 117 Sea Raider. Ich meine, wenn wir das schaffen, das wird super. Wenn nicht, mies.
Und ja, wie gesagt, viele normale Fußsoldaten und so. Und wir wissen alle, Sea Raider sind nicht ohne. Okay. Was? Nein, falscher Knopf. Okay. Kavallerie folgt mir. Fernkämpfer hier hoch. Und Infanterie hier am Baum. Okay. Und, ja, wir versuchen natürlich direkt möglichst welche von denen rauszupicken. Und übrigens, genau, unsere Leute veranstalten auch mal wieder ein Fest. Und das ist ganz gut, weil dann können wir vielleicht... Ist da Fahren auch da? Oh, wow. Wir haben ja eine Rüstung mit einem Angriff weggehauen. Nicht schlecht. Ja, das läuft gut. So muss es sein. Unsere ganzen eigenen Leute sind natürlich schon längst von den Pferden geholt. Es geht ja irgendwie immer flott mit denen. Das, genau so muss das gehen. Genau so. Ich reite um die im Kreis und verarsche die, während meine Leute auf die schießen. Oh, mein Pferd. Oh, mein Pferd. Oh, mein Pferd. Wenn das Pferd hier umkippt, bin ich am Arsch. Ah, shit. Okay. Hoffentlich können so Leute die aufhalten. Ich sag meinen mal, die sollen sich näher zusammenstellen. Ich brauche irgendwie echt ein stabileres Pferd mal. Okay, cool. Ich kann die immer noch rumlocken. Oh. Okay. Kommt schon, Leute. Ihr müsst das hinkriegen. Oh Mann, ich darf echt. Die dürfen mein Pferd einfach nicht umhauen. Ich hoffe, das könnte echt schlecht laufen, wenn das passiert. Ich muss die einfach ein bisschen in meine Leute reinlaufen lassen, damit ich die dann. Was? Okay, okay, sieht ganz gut aus momentan. Ich meine, die bekommen auf jeden Fall nochmal Verstärkung. Aber ja, das sieht nicht schlecht aus. Ah, einen verloren. Also einen tot verloren. Okay, okay, gut, gut, gut. Nein, lasst euch nicht töten, verdammt. Okay. Sollte gleich die Verstärkung von denen anrücken. Ja, da kommen sie. Ha! Okay. Okay, okay, okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ehrlich gesagt, so ganz langsam bin ich mir nicht mehr sicher, dass ich das alles in eine Folge packen kann. Weil mit dem Kampf hier, wenn ich den voll zeige, dann sind wir irgendwie bei... Doch wieder bei bestimmt. Ach, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall viel Zeit. Kommt, Leute, ihr macht das. Oh, knapp, knapp, zu knapp. Wir schaffen das. Aber wenn wir es hinkriegen, es wird so viel Experience geben. Es ist. Und Ehre auch, weil wir gegen eine Übermacht kämpfen, glaube ich. Wo ist unsere Verstärkung eigentlich? Wir sollten da auch mal Verstärkung bekommen. Wir brauchen sie langsam auch. Okay, da kommt Verstärkung. Sehr gut, sehr gut. Los, formiert euch, bevor die ankommen. Nein. 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 Oh Gott. Wow. Shit. Oh Gott, mein Pferd. Mein Pferd hat eine Axt im Kopf. Shit, armes Vieh. Wenn ich jetzt noch runterfalle, muss ich einfach bei meiner Infanterie bleiben. Auch egal. Bei deinem Weglaufen? Sind wir schon so weit, dass sie weglaufen?
Okay, kriegen wir noch mehr Verstärkung? Ich glaube nicht, oder? Infanterie, charge! Kommt, jetzt ist es soweit. Ja, ich glaube, wir haben es. Und wir haben echt nicht viel verloren. Ja, fuck ja. Oh Mann. Wir haben 10 sind tot und 19 Verwundete und... Achso, oh fuck, es geht noch weiter. Aber ich glaube, mein Pferd regeneriert wieder volle Lebensenergie. Aber wir haben auf jeden Fall mittlerweile, haben die keine Übermacht mehr. Okay. Infanterie. Ah, hör auf, zum Knopf zu drücken. Infanterie hierhin. Fernkämpfer hierhin. Shit, wir haben nicht so richtig... Nicht wie letztes Mal so schönen Hügel. Hierhin die Bogenschützen und Infanterie. Hierhin. Und stellt euch wieder nah zusammen. Das hat es auf jeden Fall gebracht. Ja, und unser Pferd geht's wieder. Dufte. Huh. Mann. Was hat Themen? Irgendwie, ich hatte, glaube ich, mittendrin aufgehört, dass unsere Leute machen wieder ein Fest. Und das ist gut, weil vielleicht kriegen wir da, wenn wir da hinreiten, Jalfan. Ups. Ich wollte eigentlich die Lanze draußen haben. Egal, hat ja geklappt. Vielleicht kriegen wir dann Jalfan und Tuluk. Und dann reicht's. Dann... Sauber. Dann kriegen wir auf jeden Fall das Schloss. Das sollte echt genügen dann. Dann haben wir bestimmt 150 oder so eine gute Übermacht. Ach, wir hatten letztes Mal schon 150. Ich meine, da haben wir bestimmt, keine Ahnung, 300. Obwohl das Problem war letztes Mal, wir sind halt gar nicht reingekommen. Wir sind einfach an den Toren zerschmettert worden. Glaub, wegen den ganzen guten Schützen von denen vielleicht. Ich weiß nicht genau, wieso. Es war halt, ist auch wieder, wie gesagt, es war halt auch eine kleine Leiter. Das ist halt auch echt immer scheiße. Da verliert man so viele. Okay. Na, ja, super. Ah, ich hatte auch neue Hired Blades geholt, also neue Söldner. Ich weiß nicht, ob ich das gezeigt hatte. Ich glaube nicht. Also ich habe jetzt 7 davon. Und das sollte doch dann der allerletzte sein, oder? Oder? Nee, nicht ganz. Kriegen sie nochmal Verstärkung? Oder läuft einer von denen weg? Nee, sie bekommen noch Verstärkung, okay. Das ist nicht... Oh, nicht gut fürs Schild. Oh, und nicht gut für mich. Nicht gut. Die fucking Wurf-Äxte von den Sea Raiders, echt. Das ist gut. So kriegt man die auch mal super. Dann lässt die auf seinen zulaufen und dann reitet man schön von hinten durch. Oh, back. Das letzte Back-Back-Logen. Oh, da rennt einer, hä? Nee, doch nicht. Hat sich's anders überlegt. Boah, wir sollten auf jeden Fall... Wir haben auf jeden Fall ein paar verloren, aber wir sollten ordentlich Upgrades bekommen. Und das ist echt wichtig, weil... Echt mit... Einfach wenn man Huskels und so hat, die brechen einfach besser dadurch, glaube ich. Und... Also bei so einer Schlossbelagerung. Dann wird das vielleicht nicht so ein Desaster wie letztes Mal. Ja. Ich wollte echt... Also ich musste abbrechen. Ich wollte echt einfach nicht nochmal von vorne anfangen. Okay, ich glaube, wir könnten chargen, oder? Ja. Charge! Holt euch die letzten von denen. Ah, da rennt einer. Oh, das ist nicht schlecht. Muss ich zugeben, nicht schlecht. Komm, holt ihn euch. Holten euch! Ja! Ja! Fuck ja! Das war hoffentlich ein lohnenswerter Kampf. Wir sollten auch ordentlich 12 Moral bekommen, 7 Renown. Okay.
Captured Enemies. Manhunter. Wieso nicht? Ein bisschen Kavallerie. Why not? Oh, wow. Okay, 2 gute Rüstungen. Die können wir verkaufen oder unseren Leuten geben. Oh, 105. Boah, ja, haben viel ordentlich Geld gemacht. Meine Güte, okay, wir haben so gute Ausrüstung von denen, dass sogar Sachen im 100er-Bereich liegen gelassen werden müssen. Sieht so aus. Obwohl wir vielleicht dafür mal ein bisschen Brot liegen lassen. Meine Frames per Second rasten gerade ein bisschen aus. Okay, Sekunde. Ich muss mal kurz einen Schnitt. Ja, Mann. 11 neue Warrior. Okay, ich werde alle aufleveln. Ihr seht, es ist eine Menge. Und dann gucke ich, ob ich nicht Lezalit kriegt, auf jeden Fall eine Rüstung. Und dann verkaufen wir den Kram. Und dann machen wir uns, würde ich sagen, auf dem Weg zu dem Fest. Ich kotze gleich. Sie haben uns noch einmal erwischt, verdammte Scheiße. Und okay, sie haben nur 41. Den Kampf zeige ich euch jetzt nicht, weil zu wenig Zeit und so. Ja, da hinten läuft der Letzte. Die haben wir ziemlich auseinandergenommen. Du Sau. Verschwindet der einfach. Das war... 2 haben wir verloren. Einen Footman. Ach, und einen Warrior. Naja. Aber trotzdem 5 Renown und ein bisschen Moral und wieder Loot, die wir fast gar nicht mehr mitnehmen können. Wir lassen einfach unser scheiß Brot hier, weil wir jetzt eh in die nächste Stadt laufen. Gut. Ja. Zwischendurch mal wieder ein Turnier. Ich sag euch Bescheid, wie es ausgegangen ist. Letzte Runde! Au! Yay! Spektakulärer Endkampf. Ab und zu gewinne ich aber ein Turnier. Okay. Das war jetzt nichts Wichtiges eigentlich. Wir sind immer noch in Kurav und sind weiter auf dem Weg zu unserem Fest. Oh, und wir wurden zu einem Feldzug eingeladen. Ich weiß nicht, ob ich daran teilnehme. Vielleicht, wenn ich zufällig treffe oder so. Ich habe Tuluk wiedergefunden. Und er sagt mir gerade, dass Jalfan anscheinend in Gefangenschaft ist. Großartig. Tuluk und ich haben jetzt zusammen ein bisschen mehr, ja, ungefähr 150. Meine Einheiten sind um einiges besser. Das Blöde ist, Tuluks Einheiten sind immer noch derselbe Scheiß. Wie ihr hier seht. Sehr viele Kerget, Reiter, Schützen, die mir überhaupt nichts bringen, also wenig. Und Kerget Horsemen, also. Ja. Nicht so cool. Kerget Lancer. Das ist für eine Belagerung, also nicht so das Wahre. Wir nehmen ihn trotzdem mal mit und gucken mal hier vorbei, wie es hier gerade aussieht mit dem Schloss. Wieso nicht? 150. Mit anderen Worten, es wäre ein sehr, sehr fairer Kampf von der Zahl her. Und wieder werden wir sehr viele Leute direkt am Anfang einfach durch die Schützen wahrscheinlich verlieren und da vielleicht gar nicht reinkommen. Aber wir versuchen es trotzdem nochmal. Scheiß drauf. Wir können es im Notfall immer wieder auch zurückziehen. Wir werden einfach dieses Scheißschloss immer wieder und wieder angreifen, bis es irgendwann klappt. Okay. Wir versuchen es einfach nochmal. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Wow. Ich weiß nicht, vielleicht... Was ist eigentlich hier... Wenn ich... Oh Gott. Wenn ich die Schützen hier oben lasse. Oder bleiben die automatisch hier oben? Tun sie. Vielleicht sollten die mit angreifen. Charge. Ja. Sind letztes Mal viel stehen geblieben. Ich meine, das ist irgendwie auch gut. Wenn die anderen Schützen ein bisschen ablenken und ein paar töten. Aber wir brauchen einfach echt viele Leute, um da reinzukommen. Ah, ey, der Kerget Horseman geht voll ab. Und wie sieht's aus da oben? Ey, sie kommen rein. Wow, sie kommen rein. Sie kommen rein. Ich muss da hoch. Ich muss da jetzt hoch. Fuck.
Kommt, Leute. 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 Wir kriegen zumindest... Au! Kriegen zumindest auch mal ein paar Kills am Anfang hier. Ist das ein Gegner? Ah, shit. Jetzt sind die ganzen fucking Man and Arms wieder da. Okay, ich muss mich zurückziehen. Ich muss mich zurückziehen, bis Verstärkung kommt. Fuck. Ah, fuck. Nein, geht nicht so einzeln hier hoch. Ich versuche mal, ob wir uns hier sammeln können irgendwie. Wieso bleibt ihr alle da hinten? What the fuck? Wieso? Okay. Jetzt, charge. Charge. Kavallerie auch. Charge. Oh, what the fuck? Woher... Oh, schieß mir in den Rücken. Das ist echt eine scheiß Position hier. Okay. Wir müssen da reinkommen. Wir müssen da doch irgendwie reinkommen können. Wir verrecken hier sofort an diesen scheiß Man at Arms. Ah! Oh, Mann! Das ist diese beschissene Leiter. Es ist einfach nicht machbar. Es ist nicht genug Platz. Und ich werde jetzt hier sterben, weil mir so ein blöder Wichser in den Rücken schießt. Richtig? Richtig. Komm, wo bleibt die nächste Welle? Wir müssen einfach eigentlich nur die... Vielleicht können wir diese 20 Man-at-Arms killen, die da vorne immer rumstehen. Dann könnte das vielleicht alles machbar sein. Oh, die Ficker. Okay, okay. Nächster Versuch. Das sieht gut aus. Viele Leute, viele trainierte Leute. Killt die fucking Man-at-Arms da oben. Das ist scheiß Ritter. So gemein, dass die Leute haben, die auf dem Pferd so gut sind und zu Fuß auch. Oder ist das die normale Infanterie? Swellian Man-at-Arms. Komm. Komm. Kommt. Ja, toll. Neue Gegner sind angekommen. Jetzt. Ach, kommt, kommt. Rein! Tötet sie! Jetzt! Schnell! Ja, wir sind drin. Nein! Oh, fuck! Es war so knapp, ey. Ah, oh, wir haben unnötig Leute verloren. Mann! Tuluk hat auch voll Leute verloren. Und die sind auf 124. Fuck it. Ich guck mal, ob wir es schaffen, hier zu warten. Und dann, bis unsere Leute wieder alle einsatzbereit sind. Und Tuluks auch. Und dann versuchen wir es nochmal. Ja, fuck it. Mann, ich habe keinen Bock mehr. Wir müssen das hinkriegen. Ich will das hinkriegen. Tuluk bleibt bei mir. Tuluk nicht wegrennen. Tuluk nicht wegrennen. Ich brauch dich, Mann. Ich brauch dich echt. Oh, ich sterb hier, Leute. Das ist jetzt schon der zweite Feldzug, an dem wir nicht teilnehmen. Ich glaube, Jarl Remald wird langsam pissig. Aber egal. Nächster Angriff. Los! Wenn es sein muss. Dann greifen wir dieses Schloss 40 Mal an, bis es zermürbt ist, bis es nur einer gegen einen ist. Denn das, die Garnison vom Schloss ist nur einer und ich kämpfe allein gegen den. Es ist mir egal. Es ist mir so egal. Ich meine, letztes Mal hätte ich nicht sterben dürfen. Ich glaube, letztes Mal hatten wir es fast geknackt oder wären zumindest sehr weit gekommen. Aber ich habe so viel Energie schon verloren. Und ich habe denen nicht wirklich geholfen, reinzukommen. Das heißt, vielleicht... Diesmal halte ich mich noch ein bisschen länger zurück und gucke vor allem, dass ich nichts abbekomme. Ich hoffe, dass meine Leute durchkommen. Wir müssen echt aufpassen, dass wir nicht wieder im Rücken. Okay, diese erste Welle sah schon wieder scheiße aus.
Und das ist gut, dass ich damit nicht mit oben war, weil da hätte ich nichts dran ändern können. Okay, obwohl, ja, gerade sieht es gut aus. Obwohl es eher die Archers sind. Okay. Oh, wow. Hör auf. Aufhören. Okay, wir müssen auf die nächste Welle von Nahkämpfern warten. Und ich glaube, mit der nächsten Welle von Nahkämpfern versuchen wir auch reinzukommen. Ich weiß nicht, bis jetzt, wir verlieren schon eindeutig noch mehr Leute. Aber hallo, ja. Ich wollte gerade sagen, es ist relativ ausgeglichen, aber es wäre gelogen. Was ist das? Was sind diese einzelnen Leute? Das ist einfach nur Selbstmord. Da, so, wieso seid ihr nicht in dieser Gruppe da unterwegs? Ihr wisst schon, was ihr tut. Nein, wisst ihr nicht. Ihr seid Idioten, seid ihr. Okay. Versuchen wir es. Versuchen wir es. Da sind jetzt auch die Rodok-Speerträger dabei, glaube ich. Zumindest einer. Oh nein, nein, was passiert da oben? Oh Mann, ich krieg hier gar nichts hin. Komm denn. Nein, woher kam der Schuss? Von der Seite nehme ich an. Oh fuck, ich werde von der Seite totgeschossen, das ist super. Fuck! Oh, shit. Ja, wir haben es eh wieder nicht geschafft. Oder? Wow, wir haben zwei drin. Okay, so langsam fällt mir... Kriegen wir noch eine Verstärkung, oder war es das? Ich weiß gar nicht, ob ich meinen Leuten jetzt noch großartig helfen kann, ey. Es sieht aus, als würden sie gerade... Oh, als würden sie ziemlich gut reinkommen. Aber ich habe keine Lust, jetzt wieder einen Scheiß... Nee, jetzt sterben sie wieder weg. Mann. Keine Lust, wieder durch einen Scheiß Pfeil im Rücken zu verrecken. Das ist so mies. Ja, wir verlieren so viele Leute. Und da kommt die nächste Truppe. Wenn wir wenigstens die ganzen... Oh, scheiße. Oh, und sie fallen, wie die fliegen. Dann müssten wir wenigstens die ganzen Nahkämpfe von den Plateten, ne, die da oben stehen. Was? Wo sind wir da? Ah, okay. Oh, das sind so viele. Ich wette, ich sterbe jetzt. Okay, ich glaube, links stehen keine mehr. Das heißt, ich muss eigentlich mein Schild nur noch hier richten. Und das klappt dann hoffentlich. Nö, wir kommen nicht mehr ansatzweise rein. Alter, alle verrecken. Was ist denn das? Ja, ich bin tot, Mann. Und wir sind drin und ich bin wieder tot. Ich habe wieder nicht lange genug gewartet. Und gleich kommt's. Ne, wir sind nicht drin. Wir sind auch gar nicht drin. Das sah nur so aus. Das habe ich mir eingebildet. Oh, fuck, ey. Oh, ist das frustrierend, Mann. Ja, ich kann es sehr verstehen, wenn Jaljulu so keinen Bock mehr hat. Oh Gott. Wir verlieren auch einfach viel mehr Leute als die. Und ihr wisst genau, was passiert. Ich weiß genau, was passiert. Jetzt haben sie nur 83. Jetzt laufen wir nochmal rum, holen uns voll viele Leute oder so und dann ist das Scheißding erobert. Ich weiß es einfach. Oh. Ah. Okay. Letzter Lied sagt... es ist egal, dass jeder Kampf von uns in letzter Zeit ein Blutbad ist, weil Armeen sind dafür gemacht, ihrem Führer zu dienen, deswegen ist es scheißegal. Großartig.
Danke für die Unterstützung. Ja, wir, keine Ahnung, wir versuchen es weiter, Mann. Wir versuchen es weiter. Wir holen uns dieses scheiß Schloss. Es ist doch unfassbar. Oh nein, wieso lache ich überhaupt? Das ist nicht mehr witzig. Es ist einfach schrecklich. Jetzt habt die Kergits haben Krieg erklärt. Wer sind die Kergits? Das sind genau die. Direkt bei dem Schloss. Das macht. Oh, und Tuya holt sich's gerade eh. Ich glaube es einfach nicht. Ich glaube es einfach nicht. Oh Gott. Irgendwas Gutes muss ich da noch hinbekommen, verdammt. Ich denke mir was aus. Okay, Leute, meine Festplatte ist fast voll, das heißt, ich muss jetzt aufhören. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder oder so. Oder keine Ahnung, oder ich schließe dann die neuen Videos wieder an. Mal sehen.